Das Thema Kirche in säkularisiertem Umfeld an unser Herr Bischof, weil Sie ganz stark auch aus der Erfahrung der Diaspora in der DDR geprägt wurden. Das ist die Kirchenerfahrung von vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann so was wie ein kultureller Schock war, als Sie nach Augsburg gekommen sind. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Sie, Herr Ministerpräsident, sind Sorbe und, sagt man, Sorbe ist gleich auch Sachse, Sorbe, Sachse. Also richtig, Sachse. Genau, und Sorbe. Katholisch hängt dann auch damit zusammen. Aber diese Fragestellung, die katholischen Diaspora-Erfahrungen zunächst im DDR-Umfeld, von denen wir ausgehen, das soll jetzt kein nostalgischer Rückblick sein, wie war das so schön, als wir kuschelig beieinander waren, sondern die Frage, wie schaut es jetzt bei uns in Deutschland, unterschiedlich sicher in Augsburg und in Dresden aus, aber es geht doch wohl, die allgemeine Richtung wird wahrscheinlich eher Dresden als Richtung Augsburg gehen, vermute ich einmal, und vor allem in der Zukunft. Wie können Christen präsent sein? Drei Themen würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Einmal Situation der Kirche, also die innerkirchliche Situation. Der zweite Bereich wäre Kirche und Gesellschaft. Und der dritte Bereich, das ist dann nochmal ein eigener Akzent, Kirche und Politik. Fangen wir mal mit persönlichem an. Gehen wir mal an diese drei Themen mit einer persönlichen Annäherung. Herr Bischof, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, Sie sind ein Mensch mit mehrfachem Migrationshintergrund, wenn ich das mal so formulieren darf. Sie haben über Ihr Wappen einmal geschrieben, es soll meine natürliche und meine geistliche Herkunft, meinen natürlichen und meinen geistlichen Weg symbolisch bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, der Vater stammt aus Neumarkt, in der Steiermark, also in Österreich, die Mutter aus Regensburg, aus der Oberpfalz, das ist der große Goppel-Clan, deshalb gibt es hier Verwandtschaft zu Thomas Goppel und dann auch zum Herrn Ministerpräsidenten. Und Sie sagen, dass Ihr Wappen enthält die Farben der Länder Sachsen und Steiermark, weiß-grün, sowie Bayern, weiß-blau. Bischof seit 2010 bei uns in Augsburg, und das Vögelchen mit Ölzweig steht für die Heimatstadt Hainichen, wo Sie 1944 geboren sind. Der Fisch mit Schlüssel für den heiligen Benno und das Bistum Dresden-Meißen, wo Sie die Priesterweihe erhielten, wo Sie Generalvikar waren. Die Jakobsmuschel, Patron der Kathedrale St. Jakobus im Bistum Görlitz, wo Sie seit 2007 Bischof waren. Für mich fehlt jetzt nur ein Symbol noch für Ihre diversen Migrationswege. Es könnte fast noch etwas für Rom auch stehen, weil Sie da ja auch einige Zeit gewesen sind. Jetzt die Frage, von diesen vielen Bereichen, zwischen denen Sie migriert sind, was hat Sie am stärksten geprägt? Nun, das liegt von der Länge der Zeit natürlich, von meiner Geburt her zunächst mal durchaus in Sachsen. Aber wenn Sie das schon angesprochen haben und Ihnen fehlt dafür ein Zeichen, ich würde doch schon auf die Kirchenfarbe Weiß-Gelb oder Silber-Gold hinweisen, die auch im Wappen mit drin ist, dann würde ich doch sagen, dass für mich schon die 5 Jahre des Studiums in Rom doch sehr prägend waren im Hinblick auf meine jetzige Aufgabe. Das soll nicht ein persönliches Hervortun sein, sondern das hat mich nicht nur auch die Mühe des Studiums gekostet mit Vorlesungen noch in lateinischer Sprache, sondern auch erfahren lassen mit großer Freude und immer wieder mit der Frage, warum gerade ich die Weltkirche auf römischem Hintergrund kennenzulernen. Das hat mich schon, auch wenn es eben im Vergleich zur Zeit meines Aufwachsens, meiner Ausbildung und meines anderen Lebensweges kurz ist, doch wesentlich auf diese Aufgabe hin geprägt, und ich bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das geschenkt worden ist. Herr Ministerpräsident, von Ihnen das Zitat: Ich stamme aus Neudörfel, einem kleinen Dorf in der Oberlausitz. Dort wurde ich 1959 in einer sorbischen Familie geboren. Zu Hause sprachen wir nur sorbisch miteinander. Irgendwo anders habe ich gelesen, bis zu Ihrem 5. Lebensjahr dann. Das Deutsche lernte ich von unseren Nachbarn. Wie
bringen Sie die verschiedenen Identitäten zusammen? Es ist eine Triple- oder eine Quadruple-Identität, wenn ich Ihrem Lebenslauf nachgehe. Sorbe, Sachse, Deutscher, und in der Politik waren Sie dann von Anfang an sehr stark auf Europa ausgerichtet. Sorbe, Sachse, Deutscher, Europäer. Wie hängt das bei Ihnen zusammen? Ja, das schließt sich ja einander nicht aus, sondern, ja. sondern es ist ja letztendlich, ich habe ja gerade hier gelernt, also diejenigen, die in Bries zu Hause sind, sind auch eine, ja, ich sag jetzt mal, ein Landstrich mit eigenen Eigenarten. Und die Sorben sind eine kleine slawische Minderheit im Osten Deutschlands. Ich bin froh, dass ich diese Sprache habe erlernen können, wenn ich heute zu den Kollegen nach Tschechien oder nach Warschau fahre. Ich kann auf den Dolmetscher verzichten, der Botschafter braucht immer meistens einen. Also das heißt, es gibt natürlich auch Vorteile, die man daraus hat, und es ist richtig, das Sorbische lebt heute noch. Es ist nicht ganz richtig, dass Sorbisch und Katholisch gleich ist. Es gibt auch viele Sorben, die Protestanten sind. Mein Vater war zum Beispiel einer. Er hat aber das Glück gehabt, meine Mutter geheiratet zu haben in der katholischen Gegend, und deswegen bin ich dann katholisch geworden. Und mein Vater war dann die Diaspora, also weil bei uns ist evangelisch nicht zu Hause. Panschwitz-Kuckau oder Kloster St. Marienstern, wo ich zu Hause aufgewachsen bin, ist zu 98% katholisch gewesen. Und als ich dann also jetzt mit 5 Jahren von meinen Nachbarn tatsächlich Deutsch gelernt habe, habe ich erst ein paar Jahre später mitbekommen, dass es außer der katholischen Welt auch noch was anderes gibt. Da wollte ich jetzt gleich mal nachfragen, da wird sich der nächste Gedanke anschließen. Auf der offiziellen Homepage des Freistaats heißt es, er ist Sorbe und katholisch. Da ist es also schon sehr eng miteinander rein grammatikalisch verbunden. Und Sie schreiben, meine Eltern erzogen mich im katholischen Glauben, der mich bis heute tief prägt und mir Halt gibt. Könnten Sie etwas zu Ihrer katholischen Prägung, katholischen Sozialisation und ja, Ihrer katholischen Vergangenheit sagen? Ja. Warum sind Sie es geblieben? Ja gut, die Frage habe ich mir nie gestellt, sondern das war für mich selbstverständlich. Einmal schon, also quasi auch, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist ja von den Eltern mitgegeben, also mit der Mutter mich aufgesogen, das Katholische, selbstverständlich aufgewachsen in einer Umgebung, die ja dadurch geprägt war, nicht nur, dass es Freunde und Bekannte, Verwandte gegeben hat, die alle dem gleichen Glauben auch zugehörten, sondern letztendlich auch eine Umgebung, ich erwähnte gerade das Zisterzienserkloster, wo man als Ministrant, später als Lektor am Kirchenleben teilgenommen hat. Ich bin heute noch Freundeskreisvorsitzender des Klosters St. Marienstern, also das heißt, die Verbindung ist ganz einfach da. Zweitens, es war, wie Sie es eingangs so ein bisschen andeuteten, auch ein gewisser Schutz. Wir waren als Sorben auch eine Minderheit, die es nicht immer einfach hatten zu DDR-Zeiten und erst recht nicht als Katholiken. Und das hat natürlich einen dazu bewogen, erst recht dann, also wie man so schön sagt, nicht nachzugeben. Und Sie wissen ja auch, in der Wendezeit haben ja die Kirchen, ob die evangelische oder die katholische Kirche, eine wichtige Rolle gespielt. Sie waren erstens mal mit Träger der friedlichen Revolution, Heimstatt für diejenigen, die sich in der friedlichen Revolution engagierten. Also von daher ist auch das, was jetzt wiederum im Lebenslauf sich widerspiegelt, auch Ausdruck dieses Selbstbewusstseins. Und das angesichts natürlich einer Situation in Sachsen, wo 3% der Bevölkerung katholisch sind, sollen die Menschen schon wissen, dass es einen Ministerpräsidenten gibt, der auch glaubt und der auch in seinem politischen Handel vom Glauben geleitet wird. Und bisher hat das mir geholfen und nicht geschadet. Und mein erstes Interview in einer sächsischen... Sie sind schon zweimal wiedergewählt worden. Richtig. Gell? Und mein erstes Interview, das war gar nicht so beabsichtigt, aber die Journalisten sind ja frei in dem, was sie tun. Das war, also das Interview war natürlich abgestimmt, aber die Überschrift nicht. Und die Überschrift lautete dann, der Glaube ist mein Anker. Und das war der letzte Satz im Interview, und ich fand das gut. Damit wussten auch alle Bescheid, wen sie da gerade gewählt haben, und sie haben mich ja wieder gewählt. Also von daher ist der Sorbe und der Katholik in Sachsen wohl akzeptiert. Herr Bischof, die Katholische Akademie Bayern hat 1970 dem Professor Josef Ratzinger die Aufgabe gestellt, bei einem Vortrag, wo dann 1000 Leute da waren, die Frage zu beantworten, warum ich noch in der Kirche bin. Darf ich Ihnen die Frage auch stellen? Was hat Sie in die Kirche hineingeführt, über die Familie hinaus, in die Kirche gehalten und geprägt?
Wissen Sie eigentlich, diese Frage, warum ich noch in der Kirche bin, die habe ich eigentlich erst im Westen kennengelernt, unter den hier neueren, gegebeneren Verhältnissen. Mhm. Das war bei uns keine Frage, genau. Sondern wir, das, oder ich kann es ganz einfach so sagen, das Wichtigste für den Erstkommunionunterricht und für die heilige Erstkommunion habe ich von meiner Mutter gelernt. Mhm. Und wir galten hier, wie man sich dort so ausdrückte, als erzkatholisch. Insofern waren die Fronten von vornherein klar. Und als an meiner Drehmaschine der Lehrausbilder an mich herantrat, ob ich am Januar, am bestimmten Datum, ob ich da zu dieser hier Veranstaltung für die Opfer des Faschismus mitgehe, da habe ich gesagt, nein, da kann ich nicht, da gehe ich in die Kirche. Ging er sofort zu einer anderen Maschine und da war das Thema gegessen. Und so, das ist anwendbar auf alles. Man wusste sehr wohl, woran man bei uns war und das war eigentlich nicht erschwerend, sondern das war eher erleichternd. Allerdings dann natürlich auch konnte man nicht damit rechnen, dass man von dem Staat und den politischen Institutionen sonderlich gefördert oder hofiert wurde. Ja. Sie haben eben Ihre Lebensphase als Dreher angesprochen. Sie durften nicht studieren, weil Sie nicht bei der Jugendweihe dabei waren. Zunächst mal, ich hatte sehr gute Zensuren, also hier... Ich hatte hier auf dem Abschlusszeugnis der 8. Klasse 10 Einsen und 3 Zweien. Der statt meiner genommen wurde, der hatte 10 Einsen, 2 Zweien und eine 3 im Sport. Ja. Und Sie hatten im Sport auch eine 2? War ich auch etwas beweglicher, gut. Ja. Und hier, er war halt in so einem Briefmarkensammlerverein und da war er dann eher noch gesellschaftlich betätigt. Aber der Ausschlag war eben, dass ich nicht in der Pionierorganisation war und auch nicht zur Jugendweihe gegangen war. Und da hatte man nun wirklich kein Interesse, eben dann hier solche junge Leute zu fördern. Da war ich nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. Auch ausgeprägt bürgerlicher Herkunft wollte man in dieser Weise nicht weiterkommen lassen. Und da hat man mir dann zugestanden, einen Platz auf der 10-klassigen Mittelschule. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann ging es eigentlich, einen Beruf zu lernen. Das war auch mehr so, wie könnte man sagen, unter den Freunden und Kameraden so, das haben wir gemeinsam durchgezogen und dann ging erst eigentlich die Frage los, wie soll das weitergehen, was soll eigentlich werden, wozu bin ich da, wie kann ich meine Gaben und Fähigkeiten am besten einbringen. Und da wird sich jetzt gleich die nächste Frage anschließen, was war dann der Auslöser, dass Sie Richtung Priestertum gegangen sind? Das ist immer ein Gedanke und ein Nachdenken, wenn ich mit den jungen Leuten, die jetzt zum Diakon oder zum Priester geweiht werden, die sogenannten Skrutinien halte, also die letzten Befragungen oder das letzte Gespräch vor der Weihe noch einmal mit dem Bischof, dass ich eben interessanterweise hier nicht von vornherein aus der Grundschule oder von der Erstkommunion an diesen Gedanken hatte, sondern eigentlich genau in dieser Phase zum Nachdenken gekommen bin, eigentlich schon in der Situation, wo man mir verwehrt hatte, einen ganz normalen Bildungsweg. Aha, in dieser Welt geht nicht alles einfach so den Gang. Da muss man sich überlegen, was man, warum man es will. Und dann liegt es auch wesentlich, kam es daran an, hier, dass man im Gespräch war. Wir hatten in Dresden haben wir einen heute noch sehr belebten Exerzitienort und dort war ich dann mit einem Geistlichen hier vom Jesuitenorden auch im Gespräch und auch lange danach. Und da hat sich gewissermaßen das Gespräch auch über diese Berufung und den künftigen Weg da entfaltet und verfestigt. Herr Ministerpräsident, zu Ihrer beruflichen Karriere, was hat Sie, Sie sind Diplom-Ingenieur, glaube ich, dann im Bereich Elektrotechnik dann gegangen. Was hat Sie bewogen? Sind Sie ein naturwissenschaftlich denkender Mensch? Die haben ja manchmal besondere Nähe auch zu religiösen Themen, manchmal haben sie eher Distanz zu religiösen Themen. Wie war Ihre beruflichen Jahre? Ja, vielleicht nochmal eine ergänzende Bemerkung zu Herrn Bischof Daza, weil das, glaube ich, auch etwas Wichtiges war, was er so antippte. Zu DDR-Zeiten war es nicht üblich, dass man aus der Kirche austrat. Wenn man Es ist also erst Mode geworden nach der Wiedervereinigung. Manche sind aus beiden Kirchen ausgetreten, weil sie nicht wussten, in welcher sie drin sind, habe ich da mal gehört. Ja, also ich glaube, dass bei uns war das, sorry, wenn ich das so sage, aber es war nicht eine Frage der Kirchensteuer, sondern es war eine Frage der Überzeugung und des Glaubens. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute noch geblieben ist und bei vielen Gott sei Dank auch so geblieben ist. Jetzt zurück zu Ihrer Frage, die Sie gerade gestellt haben. Ich
Herr Bischof, da seid ihr gerade darauf hingewiesen, Arzt oder Journalist oder Jurist wurde man zu DDR-Zeit nicht, wenn man nicht die richtige politische Überzeugung hatte. Und ich habe mich in der Tat ein bisschen für Technik interessiert. Also ich hatte noch das Glück, dass mir meine Eltern einen Stabilbaukasten geschenkt haben und ich damit angefangen habe, mich dann also quasi zu entwickeln. Und da ist dann irgendwo der Berufswunsch hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, das war jetzt nicht irgendwo etwas, was mich in der damaligen Zeit, das kann man heute und vor allem nicht in so einem kurzen Diskurs, also quasi erläutern, es gab nicht die großen Chancen, Berufe zu erlernen. Also wir wurden damals in der Schule den ganzen Tag und die ganze Nacht bearbeitet, dass wir entweder Offizier der Nationalen Volksarmee werden oder Lehrer werden. Und wenn man was anderes werden wollte, hatte man schon im Prinzip ein Problem. Und dementsprechend war dann also schon Ingenieur schon etwas Außergewöhnliches. Und ja, und ich muss aber ehrlich sagen, ich bin es heute noch. Und ich freue mich, wenn ich so manchmal in Kollegenkreise, die dann also durchaus Juristen sind oder eine beamtliche Laufbahn, also Geisteswissenschaftler sind, ist es nie ganz unangenehm, wenn man dann als Naturwissenschaftler auch Bescheid weiß, wie manches zusammenhängt in dieser Welt. Wenn man nicht von Anfang an Berufspolitiker war. Auch das ist wichtig. Also ich muss es ehrlicherweise sagen, ich überlege manchmal so, wie sich die Zeit auch in diesem Bereich, also was die Politik anbetrifft, ändert. Ich wünschte mir, dass diese Generationen, die quasi aus dem Beruf kamen, in die Politik gingen, dass die nicht zu Ende gehen. Dass das nicht die typische Politikerlaufbahn ist, aus dem Kreissaal in den Plenarsaal, weil das... Naja, das ist die verkürzte Form. Ich könnte jetzt sagen, Kreissaal, Abitur, Studium der Politikwissenschaften, Assistent beim Landtagsabgeordneten, Landtagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordneter, später Minister. Also das ist ja mehr und mehr auch eine Politikerkarriere, wo es schon darauf ankommt, dass man mehr weiß, als wie die politischen Zusammenhänge sind, sondern wir sind hier in einem Abend zusammen, wo viele Menschen ihre eigenen Biografien haben, ihre eigenen Lebensläufe haben, ihre eigenen, also auch Lebenswirklichkeiten haben. Und darüber zu richten, beziehungsweise darüber auch entscheiden zu können, wie diese sich entweder so oder so ändern sollen, weil man meint, dass, also es gibt ja verschiedene politische Überzeugungen in unserem Land, dass sie eben das der oder das andere der richtige Weg ist, dann sollte man schon ein bisschen intensiver auch Bescheid wissen. Und ich glaube, nur durch Zuhören alleine ist das nicht getan, sondern durch eigene Erfahrung ist da sicherlich auch eine Bereicherung, die einen niemand nehmen kann. Und deswegen sagte ich gerade, ich wünsche mir, dass die Zeit nicht zu Ende geht, dass es Menschen gibt, die sich dafür entscheiden, aus dem beruflichen Leben in die Politik zu wechseln, dass es eben nicht nur die anderen gibt. Wobei es die Quereinsteiger in allen Parteien immer schwerer haben. Ja, ich meine, das war unser Glück. Also die Wiedervereinigung hat uns, ich hatte damals die große Klappe und habe gesagt, wenn wir in Kamenz um das Stasi-Gebäude herumgelaufen sind und gerufen haben, Stasi in die Produktion, und dann anschließend diese frei gewählte Volkskammer gewählt wurde und dann hieß es, wir macht's. Dann hieß es, du hast die große Klappe, mach's mal. In der Zeit hatte ich gerade mein Unternehmen gegründet. Das hat sich nicht so richtig miteinander vertragen, aber irgendwie ging es noch 5 Jahre gut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bleibe jetzt bei der Politik, weil ich war in Brüssel. Für einen Ostdeutschen war das eine ganz neue Welt. Sie wissen das ja, wir haben auf Kurzwelle RTL auf 49 Meter Band gehört. Das war in Dresden, ARD, ne, Außenraum Dresden. Überall konnte man es empfangen, bloß da nicht. Also das heißt, Teil der Ahnungslosen. Und bei uns in der Oberlausitz war das noch ein Zacken schärfer, weil da gab es in der Nachbarschaft dann den tschechischen Sender, der dann immer reinstrahlte. Und damit genau auf dem Kanal, wo die ARD sendete, gab es das tschechische Fernsehen, sodass man nur bei, früher hat man sich dann also quasi ein schönes vernebeltes Wochenende gewünscht, heute wünscht man sich ein staufreies Wochenende. Also beim vernebelten Wochenende gab es dann die ARD auch in der Oberlausitz und in Dresden, aber ansonsten nicht. Und deswegen ist das für mich also quasi eine Frage, die Sie gerade gestellt haben. Es gibt nicht so vieles, was man damals hat wissen können über die andere Welt. Und ich hatte dann so einen Lehrmeister, der auch hier in Bayern sehr bekannt ist, T. Wir saßen in der damaligen christdemokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments nach einem Alphabet. Vor mir saß Otto von Habsburg und neben mir saß Leo Tindemans, der ehemalige belgische Außenminister und Ministerpräsident. Die Älteren unter Ihnen, den kennen die beiden noch. Und das war für mich die beiden Lehrmeister, die mir die Welt erklärt haben. Und ich habe das aufgesogen wie so ein Schwamm. Also weil das gab es alles bei uns nicht. Und wir haben uns
auch gerade auf dem Herweg unterhalten, was sind so die Nebenflüsse der Donau, das haben wir alles nicht gelernt. Das haben wir dann erst später erfahren, beziehungsweise später gelernt, weil das war eine ganz andere Himmelsrichtung, über die wir unterrichtet worden sind. Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal die innerkirchliche Situation angesprochen, auf die möchte ich jetzt genauer eingehen. Es gibt da so die klassischen Stereotypen. Im Westen große Organisation, viel Geld, intensive Diskussionen, schwaches Selbstverständnis oder schwache Identität. Andererseits in der DDR-Zeit klare Identität. Ich habe das auch erlebt. Ich als Studentenpfarrer war unsere Partnergemeinde in Rostock. Und Sie werden sicher auch den damaligen Studentenpfarrer kennen, Ulrich Werps. Mit dem waren wir sehr intensiv zusammen. Da bin ich auch einmal bei einer Donnerstagsdemo, bin ich auch um das Stasi-Gebäude rumgelaufen. Wir waren zu Besuch in Rostock und unter der Leitung des damaligen Pfarrers in Rostock, Joachim Gauck, sind wir dann marschiert. Und das wunderschön war noch, dass am Anfang ans Mikrofon in der Kirche, in der Petrikirche ging und dann sagte, wir sind in der vergangenen Woche gefragt worden von der Staatssicherheit, was wir da Seltsames gesungen haben. Ich konnte sagen, das war Kyrie Eleison, das heißt auf Deutsch, Herr, erbarme dich. Und da habe ich wirklich das Selbstverständnis und die Identität auch in der KHG bei den Studierenden in der Christuskirche in Rostock sehr stark gemerkt. Andererseits als negativer Stereotyp von uns her dann immer wieder gesehen, die katholische Kirche schließt sich in den Binnenkreis ein, ist da recht stark, wirkt nicht nach außen. Frage zu diesen Stereotypen, ist da damals was dran gewesen, was ist nicht dran gewesen, und dann können wir in einem zweiten Schritt überlegen, wie schaut es heute jetzt bei Ihnen aus in Sachsen, wie schaut es heute bei uns aus? Wie war das mit diesen Stereotypen? Die reiche Kirche im Westen, viele Strukturen, viele Gremien, die feste Gemeinde im Osten, stimmt das oder war das deutlich differenzierter? Wer fängt an? Herr Bischof. Ja. Herr Bischof, ja. Wissen Sie, ich hatte mal noch, Ende der DDR-Zeit hatte ich die Gelegenheit, die Vereinigten Staaten zu besuchen, aufgrund meines Freundes, der da von dort stammte, mit dem ich zusammen studiert hatte in Rom. Und da hat mich der Zollbeamte dort am Flughafen gefragt, da müssen ja die anderen am gelben Streifen warten, hier, wenn Sie Priester sind, wie kommen Sie da klar in Eastern Germany? Mhm. Ich habe ihm kurz angedeutet, dass ich mit dem Englischen nicht so versiert bin, dass ich ihm das kurz sagen kann, wie es ist. Und hier, mein Freund sagte mir dann, offensichtlich war dieser Zollbeamte ein von irischer Abkunft, weil er sich dafür interessiert hat. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, in der Kirche dürfen wir fast alles, außerhalb der Kirche dürfen wir fast nichts. Und das war sehr holzschnittartig und plakativ, denn wir durften in der DDR außerhalb der Kirche noch sehr viel. Es gab die Fronleichnamsprozessionen in Dresden und in Leipzig, ganz zu schweigen von den katholischen hier Sorben. Das ist ohnehin noch eine besondere Situation gewesen. Und dann müssen wir das auch so sagen, wir dürfen das keineswegs so hier einfach so auseinander dividieren. Denn die katholische Kirche, ich würde strikt verneinen, dass sie nur ein Nischendasein geführt hätte. Das ist nicht wahr. Unser Erfurter theologisches Studium, das war schon weltweit bekannt durch die Professoren, die auch in römischen Institutionen waren, nur das mal auf dem kirchlichen Gebiet. Aber die katholische Kirche und die Gemeinden und die Bistümer haben eben auch viel profitiert von der reichen Kirche des Westens. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, da weiter auch zu existieren, wenn uns nicht so vieles auch zuteil geworden wäre. Das war ein sehr gutes, brüderliches Miteinander, denke ich nur an den Benno-Verlag. Und das war als so etwas, wo wir außerhalb der Kirche doch recht vieles tun konnten. Wir waren die Einzigen, die im Land einen katholischen Verlag hatten, der natürlich auch für die östlichen Länder arbeiten konnte und da auch immer wieder ein Umschlagplatz war. Herr Ministerpräsident? Ja, es war mit Sicherheit so, dass, so wie es Bischof beschrieben hat, ich würde das vielleicht ergänzen, insofern, das ist gerade, wo meine Kinder aufgewachsen sind, sie sind 81 und 83 geboren.
Da haben wir uns damals mit dem Kreisschulrat rumgeschlagen. Also der Kreisschulrat war damals für die Volksbildung zuständig in der DDR, also quasi auf der regionalen Ebene, weil eben es gab damals urplötzlich eine Regel, dass nur 3 Tage unentschuldigtes Fehlen erlaubt waren. Und können Sie sich vorstellen, Fronleichnam, bei uns einer der größten Feiertage bei den katholischen Sorben, dann natürlich Ostermontag und der Pfingstritt. Naja, Osterreiten ist, das ist Ostersonntag, aber Ostermontag ist ja auch ein großer katholischer Feiertag und dann natürlich noch Allerheiligen und das ist für uns im Prinzip etwas gewesen, wo wir, ich könnte ja noch die Heiligen Drei Könige aufzählen, die ja auch noch bei uns zu meiner Kindheit und Jugendzeit auch noch gefeiert worden sind. Das wären dann 4 oder 5 katholische Feiertage gewesen und wenn man zu spät in die Schule kam oder nicht in die Schule kam, weil man den Feiertag mit den Eltern feierte, wurde das als unentschuldigtes Fehlen gerechnet und damit war das Kind versetzungsgefährdet. Und das war eine Masche, so hat der Staat versucht, dann also subkutan, also die Leute dazu zu... Und eine Entschuldigung, ich gehe zum katholischen Gottesdienst, die war ausgeschlossen. Ergebnis war, dass wir dann früh 6:30 in den Gottesdienst gegangen sind und dann um kurz vor 7:30 dann in der Schule auftauchten. Der Pfarrer war dann auch schnell mit der Predigt, sodass wir dann 7:30 da sein konnten. Also das war dann die Lösung, wie wir uns in der katholischen Welt geholfen haben. Das Zweite war, wir hatten bei uns, Herr Bischof kennt das, also in der Nähe von Neudörfel, wo ich geboren bin, ein Malteser Krankenhaus, das immer kirchlich, also katholisch war. Selbst die Sowjets, also die bei uns stationiert waren, ließen ihre Frauen da entbinden, aber ansonsten durfte dieses Krankenhaus nicht viel mehr als eben als kleines Krankenhaus wirken. Und das ist ganz interessant gewesen, dass also man genau das, man hat es geduldet, aber es nicht größer werden lassen. Einzig und allein, was man zugelassen hat, und das war dann also mit der Stasi durchseucht, waren die Wallfahrten. Also in der Nähe von, auch wiederum von Neudörfel, gab es den Wallfahrtsort des Bistums, Rosenthal. Da gab es Jugendwallfahrten, Kinderwallfahrten, Erwachsenewallfahrten. Und da haben sich natürlich die Gläubigen aus dem ganzen Bistum, und die kamen ja von Gera, Bistum Dresden-Meißen geht ja bis Gera, also in Thüringen, die trafen sich dort 5.000, 7.000, 10.000 Menschen. In der DDR-Zeit sogar waren es immer mehr als jetzt. Und die nahmen diesen Weg und diese Last auch auf sich. Die Nahverkehrsverbindungen waren damals grottenschlecht. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Autos gab es ja so gut wie keine. Oder man wartete die 14 Jahre auf das Auto. Und, also Sie haben Ihr Auto, glaube ich, mit 18 Jahren bestellt. Mit 18 Jahren bestellt und ich hätte es 1989 bekommen, den Trabi. Ich habe dann darauf verzichtet, großzügig. Aber Spaß beiseite jetzt wieder. Wieder zurück, also das heißt, die Kirche wurde geduldet und vielleicht so ein kleines Beispiel, was dann also quasi auch passiert ist. Bei uns hat man, wir hatten in Kamenz, das ist die damalige Kreisstadt gewesen, hatten wir eine Elitehochschule der NVA, nämlich die Offiziershochschule der Luftstreitkräfte, also alles überzeugte, weil die flogen in der Welt rum und konnten auch wegfliegen, also die waren 100%ig überzeugt. Und für die baute man in Kamenz, wie in meinem Heimatort, urplötzlich Wohnungen. Weil man wollte im Prinzip wissen, was die Leute reden. Die verstanden uns ja nicht. Sorbisch ist eine Sprache, die, wenn man sie kann, sie ist eine slawische Sprache, also die hat mit dem Deutschen nichts zu tun, es ist kein Dialekt. Und zum Zweiten, natürlich gab es auch, die Sorben als Katholiken hielten zusammen. Und diesen Riegel wollte man auseinanderbrechen. Und deswegen brachte man dann diese Offiziersschüler bzw. Offiziere und ihre Ehefrauen und Kinder in unsere Schulen oder unsere Schule. Und wenn Sie einen Ort nehmen mit 1200 Einwohnern und dort 100 neue Wohnungen bauen für rund 400, 500 Leute, dann wissen Sie, dass es das Ortsbild gänzlich verändert. Das Ergebnis war aber ein anderes, was sich die haben alle Sorbisch gelernt und sind katholisch geworden. Katholisch sind sie nicht geworden, aber Sorbisch haben sie tatsächlich gelernt und haben uns in Ruhe gelassen, haben sogar dann mit uns sich zusammengetan und haben auch für die Freiheit, weil sie dann davon überzeugt waren, dass also man die Menschen also quasi ihren Glauben leben lassen soll, haben sich zumindest dann zurückgehalten bei der Kritik bzw. bei der Einflussnahme. Also das ist dann also für den Staat nach hinten losgegangen. Also das sind so schöne kleine Beispiele, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Aber wenn wir jetzt dann überlegen, wenn ich Sie recht verstanden habe, es war die selbstverständliche Identität und es war die Möglichkeit begrenzt, auch außerhalb des Kirchenraumes präsent zu sein. Und wenn wir in die jetzige Situation gehen, Kirche in säkularisiertem Umfeld, das ist unser Thema heute. Was von diesen Erfahrungen aus der DDR-Diaspora-Zeit
kann für heute in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation hilfreich sein? Was sollte bewahrt werden? Was kann einen Impuls geben für Gemeinden, für Christen heute? Ich frage mal jetzt zuerst den Ministerpräsidenten und dann den Bischof nachher. Ich glaube, dass die Erfahrung, dass einem nichts geschenkt wird, sondern dass man sich das, wie man so schön sagt, auch erstreiten muss. Also das heißt, selber zu glauben ist ja nicht etwas, das tut man erstmal für sich, aber gleichzeitig muss man sich gegenüber auch der Umwelt, die Bekenntnis zum eigenen Glauben ist das eine, aber wir erleben ja viele, die damit wenig anzufangen wissen. Manchmal kommt man in den Verruf, etwas altmodisch zu sein oder was auch immer. Ich glaube, dazu gehört auch ein Stück, auch, dass man widerstehen kann diesen Verlockungen, die also vielleicht auch eine neue Zeit also auch bietet, ohne dass man uns als katholisch Gläubigen unterstellt oder mir als katholisch Gläubigen jetzt, also jetzt rede ich mal nicht als Ministerpräsident, sondern auch als Privatperson, dass man mir unterstellt, dass ich irgendwo, also von ich weiß nicht, von hinteren Walde bin, sondern ich bin modern. Und trotzdem aber nicht unmodern, wenn ich glaube, sondern der Glauben gehört zu meinem Leben. Das ist für mich ein Wertekanon, der mich prägt und der mein Handeln auch bestimmt. Und das muss mein Gegenüber auch lernen zu akzeptieren beziehungsweise auch zu erfahren. So, das ist das eine. Was interessant ist, dass unsere Bischöfe alle für sich stolz sind. Wir haben ja jetzt in kürzester Zeit, in meiner Amtszeit, habe ich drei Bischöfe jetzt erlebt. Also im Bistum Dresden-Meißen und zwei in Görlitz. Drei. Also ich bin jetzt 8 Jahre im Amt, 3 Bischöfe, jeweils in beiden Bistümern. Der Ministerpräsident bleibt gleich, nur die Bischöfe wechseln. Ist das in Sachsen üblich? Nein, also jetzt kommt der Scherz, weil mich alle Kollegen immer fragen, wie geht das bei euch mit 3% Katholiken, katholischer Ministerpräsident? Und da habe ich immer darauf verwiesen, ihr habt die Fußnote in der Sächsischen Verfassung nicht gelesen. Da steht nämlich ganz klein mit Sternchen, den Ministerpräsidenten stellt die katholische Kirche. Weil Kurt Biedenkopf und Georg Milbrandt waren auch katholisch. Ne? Also das heißt, Reinhard Vogel hat es in Thüringen auch geschafft. Ja, unsere Landesbischöfe sind immer ein bisschen verzagt, aber es gibt auch eine andere Zeit. Also Spaß beiseite, wir jetzt wieder zurück. Was unsere Bischöfe momentan alle für sich verbuchen können, ist, das Bistum wächst. Trotz der demografischen Schwierigkeiten, also gerade die katholischen Gemeinden in Dresden wachsen, nicht nur durch den Zuzug, sondern auch durch zunehmend junge Menschen, die sich zur katholischen Kirche bekennen. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung. Das ist ein zartes Pflänzchen, das sind nicht Tausende, das sind Hunderte, aber es passiert. Und das zeigt mir, dass etwas funktioniert, was wir bei der ersten Landesausstellung, haben wir uns übrigens von Bayern abgeschaut, bei mir im Heimatort in Kloster St. Marienstern, damals hatten wir mit 100.000 Besuchern gerechnet bei der Landesausstellung. Es waren am Ende 340.000. Und der damalige Bischof Reinelt schloss also die Kuratoriumssitzung nach der Landesausstellung mit den Worten: Ich glaube, dass sich in Sachsen etwas bewegt hat. Die Menschen haben versucht, etwas über die Kirche zu erfahren. Die Landesausstellung hatte im Respekt auch von den evangelischen Mitchristen damals nicht, also die ursprünglichen Titel gehabt, Zisterzienserklöster im Herzen Europas und ihre Bewirkung für die Entwicklung Europas, sondern diese Landesausstellung hatte dann einen etwas unverfänglichen Titel, Zeit und Ewigkeit. Und, aber die Menschen sind gekommen. Und wenn Sie heute Seligsprechung von Alois Andritzky in Dresden vor wenigen Jahren, 2-3 Jahren, 11.000 Menschen vor der Hofkirche in Dresden, das sind nicht nur Katholiken, da kommen ganz andere Menschen hin. Katholikentag jetzt in Leipzig, diejenigen, die da gewesen sind, werden es erfahren haben. Die Leipziger, die haben sich sehr schwer getan am Anfang mit dem Katholikentag. Das war eine richtige Wahl, nach Leipzig zu gehen, nicht nach Dresden zu gehen. Da wäre man beim Heimspiel gewesen. Leipzig war ein Auswärtsspiel für die katholische Kirche. Und die Leipziger waren neugierig. Sie sind hingegangen, sie haben sich informiert. Und das, glaube ich, ist etwas, was in der Gesellschaft da ist. Und die Frage ist, wie erreicht man die Menschen, also seitens der Kirchen? Weil da ist viel mehr da, als wir manchmal vermuten. Sie sind ja alle Mitglied in der Kirche, also das heißt, sie gehören nicht der Kirche an, aber sie sind neugierig darauf, was passiert da. Was tun die Gemeinden bei Ihnen in Sachsen, dass christlicher Glaube interessant wird? Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, das traue ich mir gar nicht zu beurteilen, weil da bin ich,
Ich bin ja auch nur Gemeindemitglied. Also das, Sie gehen jeden Sonntag in Gottesdienst, haben Sie, das stimmt. Haben Sie geschrieben. Das wie, stimmt auch. Wie sind die Predigten bei Ihnen zu Hause? Unterschiedlich. Das heißt, da, durch die Predigten wird man nicht katholisch oder im Glauben bestärkt oder mehr identisch. Nein, ich glaube, dass es gibt etwas, was, und das hat etwas mit der Welt zu tun. Also wir reden ja viel von der Welt, die sich jetzt also quasi von der globalisierten Welt. Und die Menschen suchen irgendwo nach einem Anker, nach einem Hort des Miteinanders. Und da hat die Kirche etwas zu bieten, nämlich ein geistiges und geistliches Miteinander, aber auch dieses Gefühl einer großen Familie zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was die Gemeinden bei uns bieten können. Und deswegen sagt ihr, es sind viele Menschen, die dazu zurückfinden. Auch übrigens, wenn man im Erzgebirge unterwegs ist, Oberbürgermeister wird das kennen, mit der Partnerschaft mit Stolberg, sehr, sehr. Die Bergleute waren ja sehr gläubig, die damals unter Tage gearbeitet haben und Silber geschürft haben. Dem blieb ja nichts anderes übrig, an dem Gott an sich anzuvertrauen, weil die wussten ja nicht, ob sie den Tag nochmal sehen werden. Und das hat sich überlebt. Das hat sich wirklich überlebt und die sind sehr, sehr gläubig. Und da merkt man auch dieses traditionelle, aus diesem Wertefundament herausgewachsene, auch jetzt in die Welt hinausgehende. Also das rührt mich jedes Mal richtig an und deswegen glaube ich, weil Sie gesagt haben, was machen die Gemeinden? Sie müssen einfach da sein, dass sie offen sind. Sie dürfen sich nicht in sich kehren und das tun sie auch nicht, sie sind offen und laden die jungen Menschen genauso ein wie die älteren Menschen und Kirche ist ja bei uns nicht nur Gotteshaus, sondern auch mittlerweile auch im Osten Deutschlands, ja ich sage jetzt mal fast schon eine gesellschaftliche Bewegung. Krankenhäuser, Kindereinrichtungen, Alteneinrichtungen, Ansprechpartner in verschiedenen Bereichen, auch der, ich sage jetzt mal, der zum Beispiel Drogenberatung übernehmen bei uns Kirchen. Also nicht nur Schwangerschaftsberatung, sondern auch Drogenberatung. Also jetzt für Drogensüchtige, nicht, also dass nicht jetzt falsch verstanden werde. Naja, muss man ja manchmal hinzufügen. Also das heißt also, Kirche ist heute nicht mehr wegzudenken aus dem gesellschaftlichen Leben. Aber sie wird von denjenigen, die böswillig sind, immer noch nur auf Kirche reduziert, aufs Gotteshaus und auf die, ich sag jetzt mal, auf den Gottesdienst selbst. Und das ist auch noch eine Aufgabe, die ich auch als Politiker sehe, dass wir auch diesen gesellschaftlichen Wert, weil bei uns die Linke zum Beispiel jetzt zum dritten Mal den Antrag gestellt hat, die Kirchenstaatsverträge endlich abzuschaffen. Das ist dann so die andere Seite, die wir dann auch natürlich im politischen Leben haben. Da müssen Sie Ihren Kollegen Ramelow dann irgendwo wieder einfangen. Ja gut, das ist einer, der damit kokettiert, dass er gläubig ist. Das sind die ganz Gefährlichen, das sind die Wölfe im Schafspelz, das muss ich ganz offen sagen. Herr Bischof, ich frage Sie als Bischof in Augsburg, wenn Sie an Ihre Dresdner, sächsischen, Görlitzer Erfahrungen denken, was würden Sie gerne in unsere heißgeliebten Augsburger Gemeinden und Herzen der Diözesanen einpflanzen wollen, von den Erfahrungen, die Ihnen so wichtig geworden sind? Wissen Sie, Erfahrungen lassen sich ja nicht einteilen in Aufenthalt dort und Aufenthalt da, sondern das Thema heißt ja auch gelebter Glaube in säkularisiertem Umfeld. Da wäre zuerst einmal zu klären, wo ist denn das säkularisierte Umfeld? Ist etwa der alte Westen von der Säkularisierung total frei? Und ich glaube niemand. Ich würde eher sagen, also hier, wir haben das erlebt hier. Ich denke immer zum Beispiel, führe ich immer die große missionarische Chance der Bestattungen an oder dieser Trauerfeiern, wenn dann so eine große Schar saß. Und man hat, obwohl es im Ritus da in dem Älteren nicht vorgesehen war, dennoch die Feier begonnen mit dem Kreuzzeichen. Und da hat man gemerkt, dass das maximal noch der Sohn der Verstorbenen konnte, vielleicht gar niemand mehr. Und dann hat man gepredigt und da hat sich bei dieser Predigt ein richtiger Dialog entsponnen. Auch wenn nur einer geredet hat. Man hat gemerkt, man wollte mit dem Besten, was man hat, den Leuten Trost spenden und glaubwürdigen Trost. Und hat das entfaltet, warum wir in einer solchen Weise dazu stehen. Und das waren wirklich hier Feiern, hier, wo man wirklich darauf bauen konnte, dass man gesät hat,
Denn man hat die Leute nie wieder gesehen. Die sind irgendwo anders wieder hingefahren. Aber man hofft und glaubt, dass das eine oder andere Wort, der eine oder andere Satz eben doch irgendwann irgendwo Frucht gebracht hat. Und ich muss Ihnen so sagen hier, dass ich es oft erlebe, dass Leute, die also wirklich tabula rasa sind, was Glaubens- und Kirchendinge betrifft, wo immer sie sind, die stellen oftmals die besseren Fragen. Da geht einem das Herz auf, zu erzählen von dem, was man glaubt und was es um unseren Glauben ist, als die, die vielleicht meinen, alles schon zu wissen. Da ist manchmal das Gegenüber wie eine Wand, weil die ja alles schon kennen, meinen zu kennen. Aber darum halte ich es für notwendig, dass wir die Entwicklung der um sich greifenden Säkularisierung aushalten oder nicht nur aushalten, sondern bestehen. Das heißt, dass wir eben immer bereit sind, und da greife ich zurück auf den Petrusbrief, einem jeden Auskunft zu geben über die Hoffnung, von der wir beseelt sind. Aber in Bescheidenheit, denn wir haben ein gutes Gewissen. Ja. Herr Bischof, Herr Ministerpräsident, wir haben jetzt schon den Begriff Säkularisierung, säkularisierte Gesellschaft ins Spiel gebracht. Mich treibt eine These seit Jahren um des französischen Soziologen Olivier Roy. Die These lautet, die Säkularisierung hat die Religion nicht auf die Seite gestellt, hat sie nicht minimiert, hat sie nicht vernichtet, sondern die Säkularisierung hat die Religion freigestellt und ihr die Richtung zu einer Autonomie gegeben. Dieser französische Religionssoziologe hat das vor allem an jungen Muslimen nachgewiesen, aber verallgemeinert das dann auch auf unsere christliche Tradition und sieht das als das zentrale Problem, weil er sagt, die religiöse Welt schafft sich eine eigene Identität und sieht die säkularisierte Welt als ein Gegenüber an, mit dem es keinen Kontakt gibt. Da ist dann Fragen nach Bildung, nach religiösem Austausch, nach Interesse, was Sie auch gerade angesprochen haben, nimmt radikal ab. Und er sagt, es ist eine Gefahr sowohl für die Kirche wie für die Gesellschaft, wenn sich die Religionen, die geistlichen Dimensionen als autonom verstehen und nicht mehr in Gespräch mit der Gesellschaft sind. Ich denke da immer an Papst Paul VI. Der Bruch zwischen der Kultur und der Religion ist das große Drama unserer Epoche. Oder der emeritierte Erzbischof von Poitiers, Albert Roy, dessen These lautet, die Kirche steht in der Gefahr, eine Subkultur zu werden. Mich würde jetzt interessieren, wie stehen Sie zu dieser These? Sehen Sie auch die Gefahr, dass sich das Christentum, dass sich die Kirchen, dass sich die tragenden Gruppen absondern, ihre eigene Wirklichkeit haben und nicht mehr in Kontakt mit der Gesellschaft stehen, sich von ihr auch herausfordern lassen? Also ich glaube, dass es kaum ein Unternehmen auf der Welt gibt, das auf eine 2000-jährige Geschichte zurückblicken kann. Aber es gab noch nie diese dramatische Entwicklung Säkularisierung einer Gesellschaft. Also das ist eine Neuheitserfahrung. Ja, da will ich ja gar nicht widersprechen, sondern ich glaube, also auch jemand, der 2000 Jahre mit Erfolg, nämlich die Christenheit, im Prinzip ihren Weg gegangen ist, entbindet ja die Kirche es nicht, und danach haben Sie mich ja vorher gefragt, entbindet diese Kirche nicht, darüber nachzudenken, wie bleibe ich sage jetzt mal auch attraktiv, das klingt jetzt ein bisschen politisch oder so politisch korrekt, aber wie bleibe ich also quasi ansprechbar, wie bleibe ich für die Menschen auch? Das sind die Andockpunkte sozusagen. So, und der Oberbürgermeister hat vorhin darauf verwiesen, wir haben dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Das heißt ja, damit ist letztendlich damals eine Frage beantwortet worden, dass man die Kirche so nicht mehr haben wollte, Staat und Kirche in einem. Und damit letztendlich die Trennung auch noch, also in einer Art und Weise, die aber bei uns in Deutschland, ich zumindest kann jetzt erstmal von Deutschland sprechen und auch von Sachsen sprechen, bei uns gibt es eine gute Partnerschaft. Und das ist die wichtigste Voraussetzung.
dass man sich also quasi man also in der Politik, in der Gesellschaft um die gesellschaftliche Rolle und auch um die gesellschaftlichen Wert der Kirchen weiß. Ich habe es mal mit Erschrecken gehört, 5 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war ich in Warschau. Gab es eine Veranstaltung in Warschau, 5 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, Polen, Deutsche und Tschechen waren dort anwesend, Ungarn glaube ich auch. Und dann trat der tschechische damalige Parteichef einer Partei, nämlich der ODS, die heute auch noch im dieser Kollege ist noch heute im Europäischen Parlament, der trat damals ans Pult. Und das war 1994, da waren die Tschechen sehr erfolgreich, da gab es noch die Tschechoslowakei. Nein, gab es nicht mehr, gab es die Tschechei. Und belehrte die Polen, dass wir ja am Sonntagvormittag hier wären und die Tschechen würden sich ja durch ihren Atheismus auszeichnen und die Polen würden viel zu viel Zeit verplempern, um sich nach den 10 Geboten zu benehmen und deswegen wären sie auch wirtschaftlich so da niederliegend. Das war im Prinzip Affront, aber gleichzeitig merkte man, was also eine Erziehung in einer Gesellschaft bewirken kann, wo man eine Fremdheit also auch erzeugt und die letztendlich zu Trugschlüssen führt, die die Menschheit in eine falsche Richtung bewegen. Und das meine ich, dass also alleine der Materialismus nicht das ist, was die Menschen glücklich macht. Deswegen nochmal zurück, säkularisierte Welt. Ich meine, dass es heute wichtig und notwendig ist, in allen Gesellschaftsformationen, dass man sich um den Wert, also auch nicht nur des christlichen Glaubens, sondern auch der Glauben der anderen Religionen bewusst ist, aber gleichzeitig eines eben vermeidet, dass die Religion über dem Recht steht, was wir für uns also quasi als hier in Deutschland als Grundgesetz betrachten. Ich glaube, das muss klar sein, also dass die Kirche und die Religion eine Privatangelegenheit im urengsten Sinne des Wortes ist, aber gleichzeitig wiederum die Kirche selbst im Prinzip ein gesellschaftlicher Player, mir fällt jetzt kein deutsches Wort ein, eine gesellschaftliche Rolle spielt, die über das Individuum hinausgeht. Und wenn das beides miteinander klar in Regeln akzeptiert wird, glaube ich, hat sowohl die Kirche in der heutigen Gesellschaft und in dem heutigen Staatswesen, was wir kennen, also in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, eine gute Perspektive, eine bessere Perspektive, als vielleicht man es glaubt. Ich bin davon überzeugt, die Deutsche Bank hat mal alle Schalter abgeschafft und meinte, dass man alles online machen kann. Heute kommen sie wieder zurück, weil es eben dieses Gespräch von Kundenberater zu Kunden, das ist wichtig und darauf hat die Kirche immer Wert gelegt und sie muss letztendlich dieses Gespräch bereithalten. Also der Gläubige ist im gewissen Sinne auch für den Klerus ein Kunde und das Kirchenmitglied ist für den Nichtgläubigen auch im Prinzip ein Ansprechpartner. Man muss zu diesem Gespräch bereit sein. Das ist für mich das Stichwort, das Gespräch. Ich habe das mal vor den Mitbrüdern auch gesagt, ausgehend auch von einer Stelle, in der Jesus vom Berg herabkommt und die Apostel beruft und dann schließlich am Fuß des Berges die Rede, die am Felde hält oder Bergpredigt und dort von den naheliegenden Städten der Dekapolis alle kommen, um ihre Kranken heilen zu lassen. Ich habe das mal umgekehrt interpretiert. Es geht darum, für jeden Mann gesprächsbereit zu sein und das ganz konkret auf unsere Gesellschaft, wo auch immer, dass wir mit jedem bereit sind, ein Wort zu wechseln. Ich habe das als Small Talk bezeichnet. Und mit der Verkäuferin, mit dem Tankwart und sich zu erkundigen, nach dem und jenem auf dieses und jenes hinzuweisen. Und dann mehr und mehr in den Kontakt zu kommen, das weiterzuentwickeln. Nicht bloß so ihr freundlicher Mensch zu sein, keep smiling, sondern auch zu sagen, wer ich bin und wie ich die Dinge betrachte. Und schließlich den Berg weiter hoch, sie auf diese Weise bekannt zu machen mit der Person Jesu Christi. Ich habe das kürzlich jetzt erst erlebt, wir saßen an verschiedenen Tischen, weil er noch sein Handy vor sich liegen hatte, im Hotel und sind trotzdem ins Gespräch gekommen. Und da hat er einmal so gesprochen, hat zu mir gesagt, Sie sind doch sicher dienstlich hier und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, das Übliche eben, er war auch streng katholisch erzogen worden, aber
eben wahrscheinlich nicht mehr so in der Weise praktizierend. Und dann sagt er, für ihn wäre aber das Wichtigste im Glauben die Vergebung. Was ihn dazu bewegt, habe ich nicht gefragt. So, das Wichtigste, Vergebung, das war für mich das Stichwort, wo ich einhaken konnte. Sagt, sehen Sie, das ist genau das, was ich genauso erlebt habe, als uns einmal ein Exeget die Geschichte vom Zachäus erläutert hat. Bei diesem Volksverräter und Kollaboratär hat sich Jesus einquartiert, weil er ihn nicht abgeschrieben hat, weil er zu ihm noch, und dadurch hat er sich um 180 Grad gewendet. Und das meine ich damit, dass wir uns zuwenden zu jedermann und dass wir ihm auch, dass ihr diese Freundlichkeit Gottes nahe bringen durch uns und auf diese Weise ihn öffnen können für das, was uns in der mündlichen und schriftlichen Überlieferung geschenkt ist. Können Sie es noch ein bisschen konkretisieren im Blick auf die Personen, auf die Christen oder auf die Strukturen oder auf die Existenzweise von Kirche, entweder jetzt im Blick auf ein paar Themen, Sie haben jetzt das Thema Vergebung erwähnt, können Sie es noch ein bisschen verdichten, diese Bereitschaft zum Gespräch und zum unmittelbaren Face-to-Face-Austausch? Ja, das setzt natürlich auch voraus, dass ich hier weiß, was ich glaube und dass ich, wie ich vorhin schon sagte, Auskunft geben kann über meinen Glauben. Und ich habe etwas die Sorge, dass das viele heute nicht mehr so vermögen. Und dass es wesentlich wäre, eben darin hier wieder auch hier mit den Familien darüber zu arbeiten, beziehungsweise eben herauszugehen aus dem, wie es immer gewesen ist, sondern anfangen, was ist für uns wesentlich, worauf und worin beruht unser Glaube, was sind die wesentlichsten Dinge. Ich möchte bei Ihnen nochmals im Blick auf die Gesellschaft nachfragen. Ich habe gelesen, Sie haben zwei große Leidenschaften persönlicher Art. Das eine ist die Leidenschaft für Fußball und deshalb stehen Sie auch hinter RB Leipzig, haben Sie bekannt. Und das zweite, das ist bei uns in Bayern egal, bei uns ist sowieso der FC Bayern vorne dran. Und ich finde es gut, dass aus den östlichen Bundesländern ja, Mannschaften drin sind. Rostock hat mir immer leid gedacht, dass Hansa Rostock heraus ist. Aber Ihre zweite Leidenschaft, da bin ich dann hängen geblieben, haben wir gedacht, da möchte ich doch den Ministerpräsidenten nachfragen. Sie sagen, dass auch in Ihrer Familie und von Ihnen persönlich das Interesse an zeitgenössischer Kunst sehr, sehr wichtig sei, dass das ein Bereich ist, wo Sie in Kontakt kommen. Und mir geht es nämlich genauso. Ich erlebe Kunst als den Bereich, in dem man zu ahnen bekommt, was Menschen fühlen und bewegen. Gibt es von Ihrer Seite Erfahrungen wie Begegnung mit Kunst jenseits der Leipziger Schule? Da sind Sie ja ein großer Patron dieser Richtung. Jenseits dieser großen Richtungen, wo es Bewegungen gibt, Ansatzpunkte, dass Kirche und dass Kirche spürt und nah dran ist an dem, was in der Gesellschaft gedacht wird. Also zum einen erstmal zur Richtigstellung, damit ich nicht quasi verhauen werde, wenn ich nach Sachsen zurückkehre. Ich bin bekennender Fan seit 1973 von Dynamo Dresden und bin auch Mitglied bei Dynamo Dresden. Ich bin aber auch stolz darauf, dass es endlich gelungen ist, Bayern zu jagen mit RB Leipzig. Und das sagen Sie hier im Ort von Gerd Müller, das ist ja schön. Und ich bin traurig darüber, dass es eines österreichischen Unternehmers bedurfte, der einen ostdeutschen Club letztendlich in die erste Bundesliga gebracht hat. Das haben die deutschen Unternehmen nicht fertiggebracht. Jetzt ist ein Österreicher gekommen und ich kann durchaus den Ärger... Es freut den Herrn Bischof, weil der auch österreichische Wurzeln hat. Ja, Sie wissen ja, es gibt ja so viel Gerede in der Bundesliga, warum da der Mateschütz also quasi den Verein in Leipzig unterstützt und dass das alles kommerziell wäre. Ich wusste nicht, dass also Ingolstadt ganz ohne Unterstützung aufgestiegen ist oder andere. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das wollte man jetzt nicht vertiefen, sondern Sie haben die Frage gestellt nach der zeitgenössischen Kunst. Also für mich... Das Interesse an der zeitgenössischen Kunst hat eine Begründung. Und zwar, die liegt ganz einfach darin, ich stelle mir immer die Frage, und da sind wir wieder bei dem Ingenieur von vorhin,
Ein Ingenieur, der keine Fantasie, keine Vorstellungskraft hat, kann das nicht sein. Also man muss eigentlich wissen, wo man hin will. Man muss sich das vorstellen können. Und ich glaube, dass zumindest viele Ingenieure so ticken wie ich. Wir denken dann vom Ergebnis her. Und so stellt man sich eigentlich auch ein Werk eines Künstlers vor. Und ich musste dann lernen, dass also Künstler rein aus der Inspiration, die meisten zumindest rein aus dem Gefühl oder aus der Inspiration des Tages heraus im Prinzip ihr Kunstwerk entstehen lassen. Und das finde ich so befreiend, weil das wiederum nicht der Zwang ist, sondern die können ja wieder übermalen oder die schmeißen die Notenblätter wieder aus dem Fenster und fangen nochmal von Neuem an. Das ist natürlich bei einem Ingenieur, der damit auch der Künstler verdient sein Geld damit, aber irgendwo, glaube ich, stehen wir in einem anderen Druck oder anderen Zwang, und das bewundere ich an Künstlern. Jetzt komme ich zurück zu der Brücke, die Sie gesehen haben, und ich finde das immer so schön, wenn Sie mich als Ministerpräsident so viel nach der Kirche fragen. Also ich habe schon den Eindruck... Zudem haben wir Sie eingeladen. Ja, weiß ich schon, aber ich meine, ich hatte vorhin mal ganz vorsichtig angedeutet, in Sachsen muss ich das öfters tun, also dass es schon also kein Selbstverständnis ist, dass man also auch als Ministerpräsident sich so eindeutig auch zur Kirche bekennt. Also was ich glaube, was die Brücke zwischen also quasi zeitgenössischer Kunst und Kirche ist, dass es darum geht, also neue Wege zu gehen, also neue Ideen zu haben, neue Ausdrucksformen zu finden. Und die müssen nicht gleich von allen verstanden werden. Das heißt also, man muss auch ein bisschen Ausdauer haben. Und als Künstler, aber auch jetzt wiederum als Kirche. Und das ist wiederum etwas, wo ich auch davon überzeugt bin, und das hatte ich vorhin in meinem vorigen Statement gesagt, die Kirche kann das. Aber sie muss es auch tun. Und ich erlebe, und da gibt es einen großen himmelweiten Unterschied zwischen dem, wo ich aufgewachsen bin und wo ich heute noch lebe. Also wo, ich sage jetzt mal immer noch, übertrieben jetzt in Anführungsstrichen, die Welt noch in Ordnung ist, aus der Sicht der katholischen Kirche, aber auch für mich, weil da kennt man sich, die Regeln funktionieren. Und dann gibt es andere Landstriche, nicht nur in Sachsen, sondern in Deutschland und weltweit. Da geht es so ein bisschen also schon durcheinander zu. Und dort hat es natürlich die katholische Kirche ganz schwer in der Diaspora, in der wirklich einen ganz kleinen, also wo sie wirklich sich um jedes einzelne Schäfchen kümmern muss, da hat sie einen ungemein schwierigeren Auftrag. Aber da muss sie genau diese Kreativität des zeitgenössischen Künstlers haben. Sie muss sich was einfallen lassen. Und da ist sie wesentlich flexibler, wesentlich moderner, wesentlich auch auf den Menschen zugehender, als ich das bei uns zum Beispiel spüre. Bei uns ist die Ehrfurcht, bei uns ist so die Situation wie bei Camillo und Bebone, also zu DDR-Zeiten gab es ja auch in unserer Gemeinde war zum Beispiel, gab es einen SED-Bürgermeister, aber der frug immer beim Pfarrer nach, was als nächstes in der Gemeinde passieren muss, weil ohne die Zustimmung der Pfarrgemeinde ging nichts im Ort. Und so hat der Pfarrer dann wieder die Zementsäcke für die Totenhalle bekommen und der Bürgermeister kriegte seinen Bürgermeisterkanal gebuddelt, weil der Pfarrer am Sonntag dann sagte, und morgen geht ja alle abends den Abwasserkanal buddeln, und dann gingen die alle hin. Und bis heute ist es so, wenn der am Wahlsonntag der Pfarrer predigt, dann weiß ich auch, was die alle wählen. Also da funktioniert die Welt noch. Ist immer noch so? Ja, doch, meistens schon. Also ob sich alle danach halten, aber die meisten halten sich doch daran. Und die Wahlergebnisse in unseren sorbischsprachigen Gemeinden sprechen für sich, 80%, 70%. Wenn sich das gibt es aber nicht mal mehr in Niederbayern, diese. Ja, mein Bürgermeister ruft mich immer an und entschuldigt sich, dass 11 SPD gewählt haben. Also das ist dann schon, also wenn der 12. SPD gewählt hat, dann muss ich mit meinem Bürgermeister ein Gespräch führen. Also, sorry, also Sie merken, das war jetzt wiederum weg vom Thema. Ich wollte ein bisschen auch meine Heimat ein bisschen näher bekannt machen. Nein, jetzt wieder zurück. Ich glaube, dass diese Brücke, die ich also sehe zwischen zeitgenössischer Kunst und eben Diaspora, die ist in der Tat für mich etwas, was ich sehe. Zweite Bemerkung zu dem, es ist ein interessantes Momentum, wenn Sie mit einem Künstler darüber sprechen und einfach mal fragen, wie er zu dem gekommen ist, was er da geschaffen hat. Und das ist wiederum das, was wir was Herr Bischof gerade sagte, was wir in der Lage sein müssen zu erklären. Im gewissen Sinne glauben ja manchmal so ein Künstler ist ein bisschen verrückt. Und ich weiß nicht, was von uns, also von einem katholisch Gläubigen, manchmal ein Ungläubiger denkt. Der denkt auch, wir sind ein bisschen verrückt.
Also muss man auch versuchen, sich in den hineinzuversetzen, um ihm vielleicht zu erklären. Und ich weiß nicht, ob Sie mal mit einem Künstler durch seine Ausstellung gegangen sind, wenn Sie dann also ein bisschen vorlaut sind, ich bin es manchmal, und dann sage ich, oh, ich erkenne das. Da sagt der Künstler, nee, das ist es, das ist das gar nicht, das wollte ich gar nicht damit sagen. Und dann entsteht der, Diskurs darüber, was dieses Gemälde, dieses Bild aussagen will oder was diese Musik gerade ausdrücken will. Und das, glaube ich, ist genau das, was diese Beziehung zwischen, also jetzt, die ja naturgemäß nicht gegeben ist, zwischen zeitgenössischer Kunst und Kirche ausmacht, aber wo also der gleiche Ansatz da ist. Da freut sich der Bischofsvikar Nebel. Sie wissen ja, dass es einen griechischen Philosophen geht, der glatt behauptet hat, die Künstler wissen überhaupt nicht so richtig, was sie machen. Da muss erst einer kommen, der das entfaltet und der das erklärt. Und das haben wir in der Tat. Wir haben also hier für Rainer Maria Rilke war einer der besten Interpreten Romano Guardini. Und Goethe hat sich gewundert, was sie alles in seinen Faust hineingelesen haben. Also ich glaube schon, dass das eben die Intuition noch nicht die ganze Entfaltung des Kunstwerkes ist und der Botschaft, die ein Kunstwerk bringen kann. Das Kunstwerk wird dann vollständig, wenn der Betrachter oder der Hörer dann sich auch im Sinn dieses Kunstwerks wiederfindet oder es durch die Beziehung dann erst vollkommen macht. Ich möchte bei Ihnen weiterfragen, wir haben jetzt über Kunst, zeitgenössische Kunst, die säkularisiert ist, gesprochen, die ein Ansatzpunkt für das Gespräch der Kirche sein kann, Beziehung Kirche, säkularisierte Gesellschaft. Herr Bischof, wo sehen Sie Ansatzpunkte in der säkularen Gesellschaft, wo wir als Kirche noch wacher sein sollten und besser hinschauen, nicht das belehrend, aha, ihr habt die Frage, wir geben euch die Antwort, sondern wo es wirklich einen Ansatzpunkt, einen Andockpunkt gibt, dass Glaube und säkulare Menschen dann anfangen, füreinander interessant zu werden. Ja, ich glaube, was ich vorhin auch sagte, es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander kennenzulernen. Dass der andere merkt, hoppla, der ist ja gar nicht so, wie es da berichtet wird oder wie das Vorurteil da über Kirche ist, sondern mit denen kann man ja ganz normal reden. Und ich denke zum Beispiel die Tatsache, wenn ich meine eigene Biografie zurückschauen kann, dass ich selber mal auch Nachtschicht gearbeitet habe und weiß, wie man einen Nagel in die Wand schlägt, dass das, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in dieser Welt mitreden kann. Und weiß und mich hineinversetzen kann in die Menschen. Das können Sie als Bischof jetzt, das tun Sie als Bischof auch bei vielen Gesprächen. Die Möglichkeit habe ich, ja ohne weiteres, ja auch wenn ich bei den Visitationen in den landwirtschaftlichen Betrieben, das liegt wieder am Beruf meines Vaters, dann die ein oder andere Frage stellen kann, die durchaus Sinn hat oder mit den Leuten reden kann darüber. Und jetzt, ich sehe sehr viele Priester hier im Raum, was würden Sie uns empfehlen, wofür sollen wir Interesse haben? Wir können jetzt nicht alle die Dreherlehre nachholen, nein, die Sie gemacht haben. Ja, oder was ist Ihr Traum von der Gemeinschaft der Priester in der Diözese? Welche Interessen, vielleicht manchmal auch Spintisierereien oder ungewohnten Fähigkeiten würden Sie sich im Presbyterium stärker wünschen, als Sie es erleben? Ja, ich würde es so sagen, ob ich das jetzt hier damit konfrontieren kann, ob ich es erlebe und nicht erlebe. Aber ich habe das auch erst letzt betont und ich glaube auch, dass das ein Impuls ist, den uns Papst Franziskus gibt und gegeben hat. Von uns ist eine stärkere, personenzugewandte Seelsorge erwartet. Zeit haben für den Einzelnen, dass es nicht darauf kommt, hier alphabetweise, jahrgangsweise Dinge zu erledigen und über die Bühne zu bringen, sondern sich dem Einzelnen zuzuwenden. Der anglikanische Bischof Ramsay, der hat es mal seinen Priestern gesagt, durch die Beschäftigung mit dem Einzelnen entfaltet sich oder werden die vielen erschlossen, so ähnlich hat er das ausgedrückt. Und ich würde es auch weiter sagen, es kommt nicht darauf an, was ich tue, sondern wie ich es tue. Nämlich mit der ganzen Empathie und Zuwendung zu dem Einzelnen, mit dem ich jetzt zu tun habe. Und nebenbei gesagt, hier, das ist auch ein Wort von Leo Tolstoi, der nun nicht gerade dezidierter römischer Katholik war, aber der sagte das Beste hier, wenn du dich eben mit dem
Menschen, mit dem du jetzt redest, das und versuchst, ihm jetzt das Gute zu tun, dann ist das das Wichtigste, was du tun kannst. Das war auch die klassische Position von Bischof Hämmerle, der das immer wieder... Von da schöpfe ich auch von seinen Maximen, die er mal an die Priester weitergereicht hat. Und das würde ich nach wie vor als hochaktuell für meine Mitbrüder betonen und habe ich auch hin und wieder auch immer im Wort des Bischofs zum Priesterrat gesagt. Das müssen wir dann nur schauen, wie wir das mit den sogenannten Sachzwängen in Verbindung bringen, die eben auch da sind. Wissen Sie, was der Bischof Bode von Osnabrück sagt? Ich habe mal einem Kaplan gesagt, wie macht man das denn aber, wenn wir praktisch so die traditionellen Dinge, die immer so waren und so weiter, eben machen müssen und dann für das Neue kein... Dann habe ich gesagt, wenigstens, wenn man etwas wegfallen lässt, dann wenigstens hier dafür etwas Neues setzen. Bischof Bode hat kürzlich in seiner Silvesteransprache gesagt, zwei alte Sachen wegfallen lassen und dafür was Neues machen. Ja, gut, wir dürfen uns auf diesen Satz berufen, Herr Bischof, wenn wir was wegfallen lassen. Ja. Spannend da. Schade, dass ich nicht mehr im Priesterrat bin, dann würde ich da gerne ein paar Vorschläge machen. Ja, ja, da sind wir, jetzt sind wir sehr noch bei der Innenstruktur der Kirche. Ich würde jetzt mal, wenn man schon die Chance hat, mit einem Ministerpräsidenten zu sprechen, die Frage von Kirche und Gesellschaft, dann zuspitzen auf Kirche und Politik. Da kommen wir jetzt auch nicht drum herum. Es gab in der letzten Zeit hier ja unterschiedliche Meinungen von Politikern und von Verantwortlichen der Kirche, wie stark sich die Kirche in, oder die Bischöfe, wenn man es dann personalisieren, in, mit Vorschlägen oder mit Thesen in politische Debatten einbringen kann. Also in Bayern stehen dafür jetzt jüngst erst die Positionen von Markus Söder und auch vom Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, die gesagt haben, Kirche, ihr müsst vorsichtig sein, ihr solltet ja da zurückhaltend sein bei der politischen Debatte. Und da wurde dann zum Teil entschieden widersprochen. Herr Ministerpräsident. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Kirche ist ein gesellschaftlicher also Mitgestalter. Von daher steht es der Kirche frei, sich natürlich auch frei zu äußern. Die Kirche weiß aber auch natürlich um ihre besondere gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt also, auch Nicht-Kirchenmitglieder achten genau darauf, was die Kirche sagt. Auch das muss sie wissen und das weiß sie wahrscheinlich auch. Also von daher glaube ich, man müsste dann also an der Stelle sagen, wir Christdemokraten sind nicht im Prinzip also quasi jemand, der also grundsätzlich davon ausgehen kann, dass die Kirche zu den Christdemokraten steht. Sondern außer ihr den Bürgermeister, da war das was anderes. Ja, das kann sein, aber die Sozial-, also es gibt in allen Parteien Christen und das ist gut so. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Damit ist auch das Verständnis für das, was Kirchen in der Gesellschaft leisten, auch deutlich größer, als wenn es allein in einer Partei der Fall wäre. Also von daher habe ich eine etwas differenziertere Meinung. Ich glaube schon, dass Kirchen sich äußern können. Und ich halte es aber auch für richtig, und ich hatte jetzt gerade eine Diskussion mit einigen also unserer Mitglieder der evangelischen Landeskirche, weil wir hatten eine Diskussion, es ging um Kirchenasyl. Das ist ein nicht ganz unheißes Thema. Und ich habe gesagt, wir erwarten immer wieder, dass die Bürger sich an Recht und Gesetz halten. Wir erwarten vom Staat, dass er sich an Recht und Gesetz hält. Und die Kirche ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Also sie sollte auch daran denken, dass sie da auch eine Verantwortung trägt. Das heißt also, auch da im Prinzip sich also zu Recht und Gesetz bekennt. Und wenn also das Asylrecht eben die zwei Medaillen hat, nämlich Anerkennung und Abschiebung, dann glaube ich, muss man auch das respektieren. Das ist meine Auffassung und als Ministerpräsident. Aber das ist dann interessant, wenn man diese Diskussion mal beginnt und man merkt, dass es auch dann den anderen Partnern durchaus schwerfällt, weil bei uns gerade in der evangelischen Landeskirche ist jetzt gerade eine Diskussion losgegangen um Kirchenasyl. Unser Landesbischof ist da sehr konsequent, unser eigener Bischof Dimmer Evers auch, und versucht also auch da im Prinzip schon mitzuleiten, dass man eben sich auch als Kirche in dieser Frage auch konsequenterweise auf die Seite des Rechtes und des Gesetzes stellt. Aber das muss man miteinander ausdiskutieren. Und so verstehe ich die Rolle auch zwischen Politik und Kirche. Und ich verstehe
Aber umgekehrt, natürlich kann uns die Kirche auch gelegentlich auch mahnen. Und ich habe genauso die gleiche Frage, wenn ich also sehe, dass es also da oder dort im Prinzip also quasi krisenhafte Situationen gibt und wo wir Menschen in diese Region abschieben, dann also dass also auch die Kirche sich also quasi mahnend zu Wort meldet, genauso wie andere sich in der Gesellschaft mahnend zu Wort melden. Das sollte nicht also quasi ausgeschlossen werden. Am Ende des Tages ist sowieso das unliebsame Geschäft den Politikern überlassen, nämlich sie müssen die Entscheidung treffen, die entweder die Hälfte für gut hält oder die Hälfte für falsch hält, und wenn sie Glück hat, ist es mehr wie die Hälfte, die es für gut hält. Das heißt aber, in der Öffentlichkeit wird meistens der gehört, der das kritisiert, und das ist etwas, was der Bundestagsabgeordnete genauso wie ich also immer wieder auch erfahren müssen, dass man selten mal Lob bekommt, vielmehr hört man die Kritik. Das ist aber so und das wird auch so bleiben. Und die Kirche muss sich genauso damit auseinandersetzen. Also die Kirche ist ja, was ist das für ein Begriff? Aber auch da ist die Diskussion natürlich darüber da, weil sie steht im gesellschaftlichen Fokus, was sie richtig und was sie falsch macht. Sie muss auch sich gefallen lassen, dass durchaus ein Politiker mal sie kritisiert. Darf ich nachfragen, weil Sie das ehrlicherweise jetzt angesprochen haben, Thema Kirchenasyl, wie schaut das in Sachsen aus? Wir haben ganz wenige Fälle, Gott sei Dank, sage ich jetzt ganz bewusst, weil also unsere beiden Bischöfe auch wahrscheinlich Einfluss darauf genommen haben. Es schwappt so ein bisschen jetzt aus dem Brandenburgischen, also aus dem Preußischen nach Sachsen hinein. Wird langsam ein bisschen modern, also in der evangelischen Landeskirche. Wir versuchen, also wir haben eine Härtefallkommission, wir versuchen die Fälle, und das läuft wiederum auch mit der evangelischen Landeskirche hervorragend. Sie hat Verantwortliche für die jeweiligen Regionen benannt. Und wir lassen es erst gar nicht dazu kommen, dass es zum Kirchenasyl kommt. Wir versuchen es vorher zu klären. Und natürlich gibt es auch, also ich sage jetzt mal auch obskure Fälle. Also wir haben einen Fall gehabt, wo es Kirchenasyl gegeben hat, der sachsenweit zumindest also quasi Bedeutung erlangt hat. Sie kennen die Herrnhuter Brudergemeinde. In Herrnhut ist eine irakische Familie untergekommen, die aus der Tschechischen Republik geflohen ist, weil sie sich in Tschechien nicht wohlgefühlt hat. Und na gut, das kann man nun so oder so sehen. Das Ende vom Lied ist, das muss ich Ihnen jetzt auch sagen, das Ende vom Lied ist, Sie sind nach Tschechien zurückgekehrt, Sie sind auch nicht im Kirchenasyl geblieben, sondern Sie sind zu Ihren Verwandten nach Bayern gezogen. Und so hat sich zum Beispiel der eine Fall des Kirchenasyls relativ schnell wieder gelöst, und es sind, glaube ich, eine Handvoll, die wir gegenwärtig haben. Also von daher ist es bei uns tatsächlich keine akute Auseinandersetzung. Aber ich habe es deswegen angesprochen, weil ich weiß, dass es ein Thema ist. Herr Bischof, Kirche und Politik. Der Herr Bürgermeister hat seine kurze Begrüßung hier beschlossen mit dem Wort aus dem Propheten: Suche der Stadt Bestes. Und ich glaube, wir müssen da sauber auch in den Begriffen sein. Hier, Politik kommt von der Polis her, von der menschlichen Gemeinschaft. Ja. Und insofern müssen die Christen schon politisch sein, wenn es um das Gemeinwohl geht. Aber ich würde mich hüten, in irgendein parteipolitisches Rohr zu blasen. Und auf diese Weise, das würde ich ablehnen. Ich bin persönlich der Überzeugung, eigentlich immer schon, dass ein glaubwürdig gelebtes christliches Leben von immenser politischer Sprengkraft ist. Und das haben wir auch erlebt, als die Mauer gefallen ist und als man auf dem Grundsatz da eben hier gerade der Gewaltlosigkeit versucht hat, eben hier zu demonstrieren für Recht und Freiheit. Und ich sage das immer auch wieder hier, wenn es um die Zukunft der Kirche geht, hier, warum sollten, wenn sogar Atheisten damals meinten, hier, es ist ein Wunder geschehen, da mit diesem Mauerfall, dass das so gewaltlos gehen konnte. Und wie viel mehr müssen wir als Christen von der Hoffnung auf das Wunder in allen unlösbaren Problemen ausgehen, ohne dabei die Hände in den Schoß zu legen. Das allerdings, ja. Wobei, das wäre vielleicht noch ein eigenes Thema, die Enttäuschung in der DDR oder in den Bundesländern. Ich weiß immer nicht, wie ich sagen soll, die sind keine neuen Bundesländer, die sind, also der Freistaat Bayern, vorhin haben wir es deutlich gehört, ist genauso alt, zumindest als Freistaat, wie Bayern. Sachsen und Bayern sind gleich alt, ja. Ja. Herr Ministerpräsident, darf ich ein zweites konkretes Beispiel bringen, die Kirche und Politik.
ja, miteinander umgehen sollen oder nicht umgehen sollen, wo sich Kirche zurückhalten soll oder da nach vorne gehen soll. Thema AfD. Es kommen viele Forderungen von Seiten der Kirche auch. AfD ist nicht wählbar. Umgekehrt kam jetzt dann auch der Antrag, dass man im AfD-Parteitag die Retourkutsche im Grunde, man sollte eher aus der Kirche austreten. Wie sehen Sie diesen Problembereich? Ja, also auf dem Katholikentag in Leipzig ist ja die AfD ganz bewusst nicht eingeladen gewesen. Jetzt beim 500-jährigen Jubiläum und bei diesen Veranstaltungen Kirche auf dem Weg wird die AfD mit eingeladen. Ich glaube, wenn man eine politische Auseinandersetzung führen will, kann man sie nicht dadurch führen, dass man den anderen zur Seite schiebt, sondern man muss sich mit ihm inhaltlich auseinandersetzen, politisch argumentieren. Man kann ja nur dabei gewinnen, wenn man ihn also quasi an den Rand dessen führt, dass er keine Überzeugungskraft mehr hat. Und das, glaube ich, ist eine Erfahrung, die wir auch, also vielleicht haben wir die auch anders in der DDR gesammelt, weil wir immer wieder auch uns rechtfertigen mussten. Die Katholische Akademie in Dresden hat ja Richtig. Einen AfD-Vertreter eingeladen zur Diskussion. Dafür wird man dann von den Linken verhauen und das wird auch so getan, als ob das unzulässig ist. Ich glaube nicht, dass man also dadurch ganz einfach gewinnt, indem man den anderen nicht beachtet oder nicht quasi zur Diskussion kommen lässt, sondern man kann ihn dadurch entwaffnen, dass man ihn in die Diskussion zwingt. Deswegen fand ich das damals auch falsch, dass einige Politiker meiner Partei gesagt haben, mit dem gehe ich nicht in eine Talkshow oder was auch immer. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung ist, vielleicht nochmal zur säkularisierten Welt und der Kirche. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass wir also schon aber auch eine Welt haben, die, also wo man sich zur Kirche bekennt. Und ich will jetzt für niemanden eine Lanze brechen, aber ich mache mir durchaus meine eigenen Gedanken. Wir haben in Polen eine politische Partei an der Macht, die mit Sicherheit nicht dadurch an die Macht gekommen ist, dass sie jemanden weggeputscht hat, sondern sie ist demokratisch gewählt worden. Sie ist sehr, also quasi auch geprägt, also auch durch den Katholizismus in Polen. Nicht alle polnischen Katholiken sind mit der PiS einverstanden. Aber was wir im Westen gegenüber Polen zurzeit artikulieren, ist aus meiner Sicht zumindest oftmals von grober Unkenntnis geprägt. Das Zweite ist, was wir in Deutschland für eine Diskussion hatten, als damals Pussyreuth auf dem Altar der, ich glaube, Geburtskirche in Moskau aufgetreten ist. Ich habe eine Stadtführung in Moskau mitgemacht vor 2 Jahren. Die war damals, also es hat ein orthodoxer Geistlicher hat diese Führung durch die Kirche gemacht, die vorher mal ein Schwimmbad war und die mit Geldern der Bevölkerung Moskaus, die ja damals noch nicht unbedingt reich war, diese Bevölkerung, wieder aufgebaut wurden als Kirche. Das war ihr ganzer Stolz. Und wir sind damals über den russischen Staat hergefallen, man kann ja sagen, der hat überreagiert, okay, aber dass man es quasi sanktioniert, dass also irgendwo Leute vor dem Altar irgendwelche Lieder abspielen, wo man also schon auch erwarten kann, dass es einen Respekt auch vor dem gibt, was Kirche ist und was ein Kirchenraum ist. Oder dass wir zum Beispiel eine Aufregung hatten, als Ungarn seine Verfassung geändert hat und in die Verfassung in den einen der ersten Artikel genauso auch das Bekenntnis zum christlich-abendländischen und zum Christentum hineingeschrieben worden ist. Da gab es eine Aufregung in der westlichen Welt, nicht bei allen, aber vor allem auch, gerade auch auf der linken Seite. Und da denke ich mir immer, wie weit, und da geht es nämlich um die Frage der Toleranz, wie weit sind wir im Prinzip bereit, also auch gegenseitig tolerant zu sein. Es kann nicht nur sein, dass ein Christ tolerant ist, sondern auch der andere muss tolerant sein gegenüber den Christen. Und auch in der Politik gehört es dazu, dass man auch diese Toleranz zulässt. Toleranz zulässt insofern, fangen wir wieder bei den 3 Beispielen an, dass man also schon den Polen zubilligt, dass sie eine freie Entscheidung getroffen haben, als Land, als Bevölkerung, als Wähler. Und dass man darüber nachdenken kann, was haben vielleicht die anderen politischen Parteien falsch gemacht, dass also vielleicht ein Herr Kaczynski an die Macht gekommen ist. Das ist eine Auseinandersetzung, die man endlich führen müsste, aber noch nicht die Polen jetzt dafür insgesamt zu bestrafen, dass sie eine solche Regierung haben. Das Zweite ist in Russland. Man kann darüber diskutieren,
dass vielleicht, die, also wie ich vorhin schon sagte, dass die Reaktion der Behörden vielleicht nicht eine richtige war. Nur aus meiner Sicht hat das nichts per se mit der Ausübung von künstlerischer Freiheit und Meinungsfreiheit zu tun. Und das Dritte ist übrigens auch zum Beispiel, ist ja, glaube ich, auch kein Zufall gewesen, dass man vom Kölner Dom, also diese Silvesternacht hatte, haben ja viele auch darüber berichtet, nicht allzu viele, aber viele schon, dass der Gottesdienst gestört worden ist und was nicht alles. Das war ja auch kein Zufallsprodukt. Also darüber muss man auch offen miteinander diskutieren, wenn es um zum Beispiel das Miteinander hier in unserer Gesellschaft geht. Und zu Ungarn habe ich ja schon meine Bemerkung gemacht. Also auch da muss man letztendlich den Respekt haben. Und ich habe darüber mache ich mir auch Gedanken, was da sich in der Weltpolitik verändert. Und deswegen, wir sind zu schnell manchmal bei den Urteilen. Wenn es so ist wie bei uns, ist es richtig. Wenn es anders ist wie bei uns, ist es falsch. Und da will ich Ihnen jetzt sagen, und das ist dann mein Schlusswort wahrscheinlich, das habe ich schon einmal gehört, vor 1989. Die Partei, die hat immer recht. Und ich habe eins gelernt, das habe ich dann in Brüssel noch perfektioniert. Ich habe immer versucht, den anderen, mich in die Gedankenwelt des anderen hineinzuversetzen. Warum denkt er jetzt genau so? Übrigens, das habe ich auch bei Horst Seehofer gemacht, Frau Philippi, weil wir kennen uns beide sehr gut. Manchmal habe ich auch gedacht, warum tickt er jetzt gerade so? Aber dann habe ich es versucht zu verstehen, weil er natürlich eine andere Rolle spielt in der deutschen Politik als zum Beispiel ein sächsischer Ministerpräsident, weil CSU ist nicht CDU. Also CDU gibt es überall in Deutschland, außer in Bayern, aber CSU gibt es halt nur in Bayern. Da muss man anders Politik machen, wenn man gewählt werden will. Und das gehört, sorry, anders heißt jetzt nicht schlechter, sondern ich wollte gerade sagen, erfolgreicher. Und der Erfolg in Bayern ist ja also quasi auch nicht gepachtet oder gebonkt auf Ewigkeit. Also das heißt, man muss sich immer wieder auch gegenüber dem Wähler wieder neu bestätigen, also muss vom Wähler neu bestätigt werden. Das heißt, man muss sich immer anstrengen. Wieder zurück. Also das heißt, dieses Hineinversetzen in den anderen, das ist für mich wichtig. Und deswegen sagte ich den Spruch, den ich vorhin gerade gesagt habe, ich möchte gerne, dass diese Dialogfähigkeit bleibt und dass wir nicht ganz einfach immer nur mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen, der hat recht und der hat falsch. Das war jetzt die große Politik, Herr Bischof. Ich bin dem Herrn Ministerpräsidenten sehr dankbar für diese differenzierte Äußerung. Ich weiß nicht, ob Sie, manche von Ihnen schon die Erfahrung gemacht haben, ich habe es erst kürzlich wieder gehört, dass einer sagte, also was man so hört und liest über die Situation dort, wenn du dann selber mal dorthin fährst, stellt sich das ganz, ganz anders dar. Das ist mal auch ein Wort so vielleicht zur Berichterstattung überhaupt, ja. Aber ich würde genau das auch befürworten, damit von vornherein klar ist hier, dass ich nicht etwa irgendeiner Strömung hier anhängen wollte, die europafeindlich wäre oder sowas, oder mich gar zum Multiplikator der AfD machen wollte. Aber ich habe bei der neuen der Vorsitzenden oder was sie, immerhin hat es die ARD gebracht, einen Satz gehört, den kann ich voll unterstreichen, nämlich die Political Correctness gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Es geht um Ehrlichkeit, um Redlichkeit im Austausch miteinander und nicht dauernd um die, was ist denn gerade angesagt und was gefällt denn hier, was ich hier sagen muss, aber es entspricht nicht der Wahrheit. Jetzt sind wir bei einer sehr speziellen Sicht auf unsere plurale, weltanschaulich plurale, sehr differenzierte Situation. Sie, Herr Bischof, haben im Kleinen, oder wir haben in der Diözese im Kleinen das ja auch direkt erlebt, Sie haben zwei Kirchen entzündet, in denen Schmierereien dann aufgedeckt worden sind. Es ist insofern sehr aufgefallen, dass Sie gesagt haben oder dass Sie dann die Konsequenz gezogen haben, gesagt haben, in diesen Kirchen darf kein Gottesdienst mehr sein, bis die Kirche wieder neu jetzt für den Gottesdienst gesegnet worden ist, um das auch deutlich zu machen. Nun, ich muss so sagen, das ist vom Kirchenrecht vorgeschrieben. Und wir sind der Sache erst richtig inne geworden, als das mit der zweiten Kirche passiert ist und in viel drastischer Weise, nämlich satanistische Parolen und sowas am Altar und an den heiligen Figuren und im gesamten Raum. Da ist uns das Ausmaß erstmal so bekannt geworden. Und
ich glaube schon nach wie vor, dass wir das nicht nur dem Kirchenrecht entsprechend, sondern auch richtig gemacht haben, um da in einer solchen Sache eben ein ganz eindeutiges, klares Zeichen zu setzen, dass wir nun nicht gerade eben der Tummelplatz für Leute welcher Art auch immer sind und das einfach so hinnehmen wie die Schafe und uns das einfach so gefallen lassen. Auch das ist unser Recht, dass die heiligsten Orte in dieser Weise eben auch hier davon verschont werden. Da habe ich auch einen Artikel gelesen dann, das Mittelalter kommt nach Bellenberg. Und dann hat man in schöner journalistischer Weise alles, was irgendwie negativ interpretiert werden kann, mein höheres Alter und meine Herkunft, alles angeführt, ganz korrekt, aber in Wirklichkeit so konzipiert, dass es eigentlich bloß hier so eine ganz bissige Kritik war. Wir sind in der Zielgeraden angekommen. Das war jetzt am Schluss noch eine Reflexion über Toleranzfähigkeit sowohl von unserer Seite wie auch von den anderen Seiten. Wie gehen wir miteinander in einer säkularen, weltanschaulich sehr, sehr differenzierten Gesellschaft um, in der eigenen Gesellschaft, im Blick auf andere Gesellschaften? Sie haben das vorhin, Herr Ministerpräsident, dann von Ihrer Perspektive noch her deutlich gemacht. Mit einer säkularen Gesellschaft umzugehen, dürfte nicht so schwer sein wie mit einer säkularisierten. Wenn ich Sie jetzt von der Wortwahl her recht verstehe, heißt, sagen Sie, säkulare Gesellschaft, da finde ich immer etwas, da finde ich eine prinzipielle Offenheit. Säkularisiert ist für mich etwas ideologisiert, wenn ich jetzt so Ihre Wortwahl verstehe. Ja, vielleicht würde das ein säkulares Denken im Blick auf christlich dann ja, ähnlich sehen, diese prinzipielle Offenheit, die meine ich, ja, und demütige Bescheidenheit. Sie haben auch so einen Begriff neulich geprägt. Ich glaube, ich müsste den auch noch haben. Es wird viel zu viel nachgedacht und geredet, wo ein entschiedenes Nein angebracht wäre, haben Sie vor einiger Zeit gesagt. Ich nenne es immer demütiges Selbstbewusstsein. Also beides muss zusammenkommen. Es muss klar sein, wir sind nur ein Mitspieler im Gesamt dieser Gesellschaft, aber wir wissen, was wir sind und dass wir einen Wert haben. Und da möchte ich jetzt die Schlussfrage an Sie beide richten. Gehen wir in das Jahr 2050? Herr Bischof, wir zwei werden da nicht mehr dabei sein, aber der Herr Ministerpräsident vielleicht schon noch. Und wenn Sie jetzt Da wäre ich so alt wie mein Großvater, 91. Also. Ja, das ist doch. Wenn Sie jetzt auf das Jahr 2050 blicken und die kirchliche Situation in Bayern sich denken, Herr Ministerpräsident, was würden Sie für die Kirche in Bayern, ausgehend von der jetzigen konkreten Situation, auch von Ihrer Geschichte her, wünschen? Meinen Sie jetzt wirklich ernsthaft Bayern oder meinen Sie Sachsen? Ich meine nur Bayern, meine ich jetzt. So mit Volkskirche und mit all dem, was man da. Ich weiß nicht, ob ich das ja so wirklich also quasi qualifiziert beantworten kann. Ich meine, dass das, was ich vorhin gesagt habe, ernsthaft. Wir werden eine Zeit erleben, die wird gar nicht so weit weg sein, dass quasi angesichts dessen, was wir täglich wahrnehmen, dass das Wissen auf der Welt überall und immer verfügbar ist, dass man sich heute in einer Geschwindigkeit austauschen kann, dass man heute Nachrichten in einer Geschwindigkeit verbreitet, wird es einen Wunsch geben nach einem Ruhepol, eine Einkehrmöglichkeit. Und darin sehe ich eine große Chance der Kirche. Und ich bin der Überzeugung, dass es uns gelingen wird und auch gelingen muss, weil wenn diese Rolle der Kirche nicht mehr existent ist, dann müsste es jemand anders geben, der sie übernimmt. Und ich weiß nicht, ob es diese von der Tradition her gibt. Ich meine, wir reden manchmal auch über Konservatismus. Es gibt etwas, was man nicht vergessen darf. Modern ist nicht etwas, dass man das Alte wegwirft, um was Neues zu machen, nur aus Prinzip. Sondern modern ist, dass man auf dem aufbaut, was sich bewährt hat und Neues entwickelt.
Das ist auch klassisch konservativ. Und wenn man und das ist eigentlich das, was die Kirche kann, weil sie aus einem Wertegefüge kommt, das über 2000 Jahre gewachsen ist. Und dass sich Kirche hat sich immer wieder auch hinterfragen müssen, muss sich auch in der Gegenwart hinterfragen. Deswegen wiederum positiv in die Zukunft gedacht, die Kirche wird ein Ansprechpartner sein und wird ein Anker sein, wie stark sie in Bayern sein wird. Das liegt an den Menschen selbst. Also das ist keine Frage der Kirche, sondern das ist eine Frage der Menschen. Wenn sie das wollen, wenn sie im Prinzip wollen, dass es eine Kirche gibt, wird es auch die Kirche geben. Die Kirche alleine kann nicht existieren ohne die Gläubigen, das heißt also die Institution Kirche. Und die Gläubigen werden irgendwo etwas brauchen, wo sie hingehen können. Deswegen muss es eine Institution geben, die Kirche heißt. Also das heißt katholische Kirche, das heißt evangelische Kirche. Das heißt übrigens auch andere Religionen wird es auch geben. Wird es zukünftig auch in Bayern genauso wie in Sachsen geben. Ich hoffe zumindest, dass es das gibt, dass man nicht also quasi dazu übergeht, dass es da einen leeren Raum gibt. Das wäre schade. Das wäre auch schade für unsere Gesellschaft. Ich habe den Herrn Ministerpräsidenten nach seinem Wunsch für Bayern gefragt, weil ich Sie natürlich, Herr Bischof, nach Ihrem Wunsch 2050 für Sachsen fragen möchte. Was wäre Ihr Wunsch? Ich hätte Ihnen auch den Wunsch für Bayern sagen können. Ihre Idee für Sachsen? Ich könnte mir denken, dass also die Christen in Sachsen noch enger zusammen ihren Glauben bezeugen, in wirklich entschiedener und vollendeter ökumenischer Verbundenheit und hier mit eigentlich der gleichen Überzeugungskraft, wie ich den Bestand der Kirche anderswo erwarten würde, eben den Glauben bekennen und vertreten. Denn das, was ich für Bayern sagen wollte und womit ich mich auf prominente, durchaus theologisch nicht auf einer Linie liegende Theologen berufen hätte, das gilt nicht nur für Bayern, nicht nur für Sachsen, das gilt weltweit. Nämlich was den Christen der Zukunft betrifft. Es wird vor allem ein entschiedenes Christentum geben müssen und das wünschte ich Sachsen eben, dass die Christen entschieden ihren Glauben genauso entschieden leben wie anderswo. Und wenn sie das nicht tun, werden sie nicht sein. Wenn sie das tun, wenn sie das leben, dann werden sie sein. Und ich muss so sagen, wenn ich die letzte Entwicklung sowohl da und dort, hier der 20, der 25 Jahre sehe, in der Jugend, in den Aufbrüchen, dann, ich sag's mal negativ, habe ich keinerlei Grund in irgendeiner Weise für die Zukunft der Kirche in Sachsen und Bayern pessimistisch zu sein. Dankeschön. Ich habe jetzt, wo ich hierher gekommen bin, an meine eigene Jugend mich erinnert. Wir sind Anfang der 60er Jahre von unserer Pfarrei in Augsburg aus mit dem Fahrrad hierher gefahren, genau an diesen Ort. Und ich weiß, und wir durften dann im Freien in Schlafsäcken hier an der Stadtmauer, wo ist die Stadtmauer, da hinten übernachten, weil unser früherer Jugendkaplan, der spätere Domkapitular Spodenhain hier Pfarrer war. Und das werde ich nie vergessen, eben Anfang der 60er Jahre, so, da war ich 14, 15, wir sind von Augsburg hergeradelt, sind dann bis Würzburg und Bamberg weitergeradelt und ich war der Einzige, der ein Fahrrad ohne Dreigangschaltung hatte. Alle anderen hatten Dreigangschaltung und ich hatte nur das ganz normale alte Fahrrad und ich werde nie den Blick auf den Daniel vergessen. Man ist geradelt und ich ohne Gangschaltung und der Daniel kam nicht näher, den hat man von unwahrscheinlich weit gesehen. Und das ist für mich heute ein Bild geworden, vielleicht für Kirche in säkularisiert oder säkularer Gesellschaft der Zukunft. Da steht ein mächtiger Turm aus alter Zeit. Es ist etwas mühsam ranzukommen, aber er gibt die klare Richtung an, in die man gehen könnte. Herr Bischof, wir waren mal als Akademiedirektoren, nein, als bischöfliche Beauftragte, glaube ich, bei Ihrem Vorgänger, Bischof Rudolf Müller. Und der hat ja anscheinend immer wieder so flapsige Sätze auch gesagt und der hat uns dann gesagt am Ende, als wir uns bei ihm bedankt haben, es gibt in der katholischen Kirche den klassischen Satz, den Sie immer wieder nach Veranstaltungen hören, nebst Gott danken wir vor allem dem Herrn Bischof. Ich würde sagen,
Ich würde sagen, diesen Satz müssen wir, diesen urkatholischen Satz aus Görlitz, müssen wir heute deutlich ausweiten. Nebst Gott danken wir vor allem dem Herrn Bischof und dem Herrn Ministerpräsidenten. Danke, dass Sie beide da waren, dass Sie sich den Fragen gestellt haben, dass Sie sich gegenseitig die Bälle zugespielt haben. Danke, dass Sie von weit her gekommen sind. So weit her ist es auch wieder nicht. Ich wollte gerade sagen, so weit ist es nicht. Dankeschön, dass Sie da sind. Gute Gespräche, alles Gute.